In his name we shall fight. In his name let none survive. In his name we shall die. In life, war. In death, peace. In life, shame. In death, atonement. Und mit diesem düsteren Intro begrüße ich euch ganz herzlich zum neuen Video der Imperial Guards Reihe zum Thema Deathcore of Krieg. Was ihr gerade gehört habt, war ein Teil der Litany of Sacrifice, also der Litanei der Aufopferung. Warum Krieg das hat, ich denke, das werdet ihr im Verlaufe dieses Videos verstehen. Wir reden heute, wie gebildete Zuschauer bereits durch Lesen des Titels erkannt haben, über das Todescore von Krieg oder, wie man es auch kennt, das Deathcore of Krieg. Wo kommen die her? Naja, häufig sind die ja nach dem Planeten benannt, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Ich meine, die Katachan Jungle Fighters kamen von Katachan, also wo werden die Männer und Frauen des Deathcore of Krieg wohl herkommen? Richtig, von der Welt Frieden. Ja, nee. Also diese Typen sind relativ ikonisch, also neben den Ultramarines und den Kadianern, die als quasi als Standard Imperial Guard Truppen dienen, und natürlich den Katachanern, die meiner Meinung nach auch relativ bekannt sind, sind diese Jungs und Mädels von Krieg. Und ich nehme einfach mal die deutsche Aussprache, weil es passt einfach dazu. Die sind durchaus bekannt. Wer kennt sie nicht? Die Gasmasken tragenden, schaufelschwingenden Kämpfer des Planetenkriegs, einer Todeswelt. Und man muss ganz ehrlich sagen, Krieg hat schon echt eine krasse Leistung vollbracht. Ja? Die haben es geschafft, von einer Industriewelt, von einer wirklich wichtigen Industriewelt, zu einer Todeswelt zu werden. Und das ohne äußere Einflüsse. Also, wow, ich bin begeistert. Was meine ich damit? Naja, normalerweise, wenn du so eine Todeswelt hast, meistens, also wenn du so eine Verwandlung von normal auf Todeswelt hast, dann ist es irgendeiner, der dann eine Virusbombe draufgeschmissen hat oder die Tyranniden oder die Orks sind gekommen. Nein, also nichts ist passiert. Krieg hat sich einfach irgendwann gedacht, so, wir haben keinen Bock mehr auf das Imperium. Wir sind sowieso einfach zu geil für dieses Imperium und es macht ja nichts für uns. Also die haben im Grunde genommen nur gesehen, ja, wir schicken da immer unsere, ja, jungen Männer und Frauen als Soldaten hin, die kommen nie zurück, sind wahrscheinlich tot, oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sind sie tot. Wir schicken da unseren Zehnt ans Imperium, aber was macht das Imperium denn für uns? Also, ja, man hat sich recht entfremdet, und das ist übrigens was relativ Normales im Imperium des 40k, also das passiert relativ häufig, weil dieses Imperium so riesig ist, dass den meisten Leuten, die können das eigentlich, die können das nicht greifen. Ja, die haben ihren Planeten, wenn es hochkommt. Die meisten haben nur so ihre Stadt, wo sie sagen, ja, hier leben wir halt. Und die meisten verstehen nicht, wie riesig dieses Imperium eigentlich ist. Und da kommt halt, das gilt übrigens nicht nur für die normalen Bürger, sondern auch für die Adligen. Und da kommt halt dieses Problem her, dass man halt gesagt hat, naja, quasi Krieg den Kriegianern, ne, wir machen unser eigenes Ding, wir geben einfach nichts mehr ab und ja, erklären Krieg für unabhängig. Das Problem war jetzt, auf Krieg gab es Leute, die fanden das geil und es gab Leute, die fanden das nicht geil, und da war unter anderem ein gewisser Colonel dabei, und dieser Colonel, naja, der hat halt in der Hive City, in der er gerade war, einfach mal alles, was ja zu den Verrätern gehört hat, und was anderes sind diese dreckigen Schweine nicht. Entschuldigung. Der hat einfach alles, was zu denen gehört, exekutiert. Und hat dann seine Hive City, also seine Makropole, für die pro-imperialen Streitkräfte quasi als Sammelbecken und als Rückzugsort ausgerufen. Hat auch mit den anderen Hive Cities ein bisschen verhandelt und versucht, dass wir, ja, hier irgendwie, also ist doch scheiße, dass wir das machen, und Krieg ist auch irgendwie, also im Sinne von Auseinandersetzung, also Konflikt, ja, ist halt auch irgendwie scheiße zwischen uns. Aber die wollten nicht mit sich reden lassen und es kam zu Kämpfen, zu sehr langen Kämpfen, und dieser Colonel, der übrigens vorher von der Inquisition angequatscht wurde, der sollte mal auf Krieg nach dem Rechten sehen quasi, der hat halt gesagt, ja, hier, das und das ist gerade Phase, wir brauchen Unterstützung vom Imperium, das dauert natürlich ewig, beziehungsweise kam überhaupt nicht. Es kam quasi die Nachricht, yo, ihr kriegt keine Unterstützung und ja, lasst die Verräter brennen. Und dieser Colonel, der hatte einen Tech-Adepten bei sich, und dieser Tech-Adept hat ihm halt gesagt, yo, wir haben hier so ein paar Lagerräume und da sind halt so aus dem Dark Age of Technology sind da so irgendwie so Raketen. Also wir denken, es sind Atomwaffen, aber irgendwie sind da auch so ein paar andere exotische Dinge dabei. Also wir sind uns nicht ganz sicher, was die tun. Und da wir jetzt schon bei 5 Minuten sind, fasse ich mich jetzt ein bisschen kurz. Kurzum, dieser gute Mann hat mit ein bisschen Überredungskunst von dem Adepten beschlossen, ja, wenn die Loyalisten Krieg nicht haben können, dann wird niemand Krieg haben. Und er hat im Grunde genommen den kompletten Planeten mit diesen Waffen zerbombt. Also wir reden hier von atomarer Strahlung, aber wir reden auch von Biowaffen. Also nicht krass so wie das Live-Eater-Virus, also was ja quasi eine Exterminatus-Version ist, aber durchaus biologische Kampfstoffe, die halt eingesetzt wurden. Und das hat dazu geführt, dass Krieg, ja, also dieser Konflikt auf Krieg, also der Krieg auf Krieg, der Bürgerkrieg auf Krieg, Alter, okay, sorry, dass der ein paar hundert Jahre angedauert hat. Dieser Colonel war schon längst tot, bevor dieser Konflikt überhaupt geendet hat. Und ja, durch diese Tatsache, dass die da draußen auf ihrem Planeten jetzt nur noch mit Gasmasken rumlaufen konnten, hat sich das so ein bisschen entwickelt zu der normalen Uniform, sage ich mal. Also diese langen Mäntel, die Gasmasken etc., das ist einfach Standard bei denen. Und wie es halt so ist, ja, sie haben die Verräter besiegt und haben halt eine Nachricht ans Imperium geschickt und gesagt, hey, wir haben es geschafft, hier, die Loyalisten haben gewonnen. Und das Imperium hat halt so gesagt, ja, das ist schön. Aber ihr, also euer Planet, nicht ihr als Menschen, ne, sondern aber euer Planet, schuldet dem Imperium, ja, ein paar Jahrzehnte Abgaben. Und ihr seid im Grunde genommen wertlos, weil euer kompletter Planet ist zerbombt, eure Wirtschaftskraft ist im Arsch, also was bietet ihr dem Imperium? Weil ansonsten habt ihr dann halt eure Unabhängigkeit, ne? Das Problem war halt in dem Moment, Krieg war auf das Imperium angewiesen. Ganz plötzlich. Aha. Was haben die denn noch zu bieten dem Imperium? Nichts außer Kämpfer. Und genau das wurde dem Imperium angeboten und das Adeptus Monitorum. Jetzt bin ich gerade verwirrt, aber ja. Die Militärabteilung des Adeptus Administratum hat gesagt, ja, okay, machen wir. Wir machen mal die niedrigste Abgabeschwelle oder die niedrigste Abgabe für den Anfang. Das ist ein Regiment Soldaten. Als der Transport angekommen ist, um dieses Regiment abzuholen, stand da nicht ein Regiment, nicht 2, nicht 3, nicht 5, sondern 20. Und die waren alle richtig scharf drauf, für den Imperator zu kämpfen und zu sterben. Warum? Naja, die waren so ein bisschen darauf indoktriniert, wir schulden dem Imperium was. Also die haben so eine richtig krasse Schuldkultur. Also, Junge, das ist schon richtig ungesund. Die haben kein Problem damit, in MG-Feuer reinzurennen und für den Imperator zu sterben. Das ist für die höchste Ehre. Ja. Das Imperium war ziemlich überrascht und hat die Abgabeschwelle, die Abgabe direkt von ganz niedrig auf ganz hoch gestuft und hat Krieg, ja, seitdem nie irgendwie dort runtergenommen. Also die geben pro Jahr unglaublich viele Soldaten ab. Und irgendwer hat dann mal so gefragt, ja, wo habt ihr die eigentlich alle her? Weil, das ist zwar schön und gut, aber Krieg ist trotzdem eine Scheißwelt. Wie schafft ihr es, so viele Leute zu bekommen? Auf natürliche Art und Weise geht das schlecht. Ich meine, auf Krieg gab es nur zwei Berufsgruppen. Einmal die, die in irgendwelchen Fabriken gearbeitet haben und Kriegsmaterial hergestellt haben. Und die, die Soldaten geworden sind. Und meistens, ja, gab es auch eine relativ große Fluktuation in diesen Faktorien. Da sind halt einfach Arbeiter raus und zur Armee gegangen, sage ich mal. Aber das war bei weitem nicht genug. Man hat also nachgebohrt und hat festgestellt, dass Krieg eine Technologie namens Vitae Wombs benutzt. Ein Womb ist quasi eine Gebärmutter. Na, für die Leute, die nicht ganz so gut im Englischen sind. Eine deutsche Übersetzung, also eine anständige deutsche Übersetzung, habe ich nicht gefunden. Also wir bewegen uns hier auf dem Niveau von Bolzenwerfer für Bolter. Ja. Deswegen, ja, nee, wir bleiben bei Vitae Womb. Und was genau das ist, weiß man sowieso nicht. Ja, also keine Ahnung, was das ist. Wenn man spekuliert von irgendwelchen komischen Servitoren, weiblichen Servitoren, die von einem Mechanikumsadepten quasi zu Geburtsmaschinen umgebaut wurden, über irgendwelche so Star Wars klonmäßige Fabriken. Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall bringt aber diese Technologie der Weltkrieg die Möglichkeit, sehr, 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 sehr viele Leute rauszuhauen. Und das tun sie. Und diese Menschen vom Krieg, die reden nicht viel, die machen ihren Job. Die haben auch keine Namen. Das ist ziemlich weird für die. Also dieses Konzept von davon einzelne Leute zu benennen, ist seltsam, weil du bist so entbehrlich, wie ihr im Intro gehört habt, ihr seid nicht mehr wert als eine Kugel in einem Magazin. Also wozu sollte ich denn einen Namen geben? Ich gebe doch auch nicht jeder Kugel in meinen Magazinen einen Namen. Die haben eine Nummer. Und ja, das meine ich ernst. Die haben, also die Squads sind nummeriert. Und das Krasse daran ist, wenn du als Nummer 3 geboren wirst, heißt das nicht, dass du immer eine Nummer 3 bist. Wenn jetzt irgendwo zwei Squads jeweils die Hälfte ihrer Leute verlieren, dann werden die zusammengeklatscht und halt quasi neu nummeriert. Dann gibt es halt plötzlich eine neue Nummer 1 und eine neue Nummer 2 und eine neue Nummer 15. Ja, das ist völlig unwichtig, wer diese Nummer hat, aber es ist halt wichtig, dass diese Person, die halt mit der Nummer 15 nummeriert ist, weiß, dass sie die Nummer 15 ist und weiß, was sie zu tun hat. Ja. Ansonsten, Krieg ist ausgerüstet, wie man es ja quasi von den Bildern kennt. Also ihr habt Leute, die tragen immer eine Gasmaske. Immer. Man sagt, also es gibt Gerüchte, wie die unter ihren Gasmasken aussehen. Ich gehe davon aus, also das ist zumindest das, was am logischsten für mich klingt, dass das Klone sind von diesem besagten Colonel, über den wir am Anfang gesprochen haben, der da quasi Krieg in eine bessere Zukunft führen wollte und dabei den kompletten Planeten zerlegt hat. Herzlichen Glückwunsch. Aber hey, am Ende hatte er ja gewonnen. Ich schätze mal, das sind wirklich Klone von ihm, weil da gibt es ein paar Hinweise darauf, aber ganz sicher kann man das nicht sagen. Ansonsten, neben ihren Gasmasken tragen sie diese langen grauen Mäntel, die an so eine erste bzw. zweite Weltkriegsuniform erinnern. Sie tragen Helme, manchmal werden sie dargestellt mit Pickelhauben, das ist auch sehr interessant. Sie haben natürlich ein Las-Carbine, also ein Las-Gewehr mit einem Bajonett vorne dran. Sie haben Granaten dabei, sie haben, ganz wichtig, ihren Klappspaten dabei. Und tatsächlich werden die nicht nur eingesetzt für irgendwelche Nahkampfaktionen, sondern Krieg ist auch ziemlich gut darin, irgendwelche Gräben auszuheben. Also im Grunde genommen, für die, die das nicht kennen, man verteilt so eine Squad quasi über eine gewisse Strecke. Jeder buddelt sich so sein Foxhole, also das ist quasi so ein Loch einfach, wo du drin stehen kannst. Und dabei guckt halt nur dein Kopf und vielleicht deine Schulter mit deinem Gewehr raus. Also quasi ein Ein-Mann-Versteckloch. Und über die Zeit werden diese Löcher halt verbunden zu einem Graben und dann kannst du da Bunkersysteme ausheben etc. Also das ist so das Ding von Krieg. Ich kenne mich mit Grabenkriegen nicht aus. Ich weiß nicht, ob das auch heute noch gemacht wird oder ob das eine valide Strategie ist. Keine Ahnung. Ich glaube, Grabenkriege sind heute sowieso nicht mehr ganz so in. Aber ich bin kein Militärwissenschaftler. Ich weiß es nicht. Ich habe keine großen Berührungspunkte mit dem Militär. Insofern berichtigt mich doch gerne in den Kommentaren. Machen wir weiter mit ein paar Rängen, die vielleicht ganz interessant sind. Klar, ihr habt die typischen Offiziere, Grenadiere und sonst was. Ingenieure habt ihr dabei, die halt besonders gut darin sind, auszuheben. Ja, ihr habt auch ein paar Medics dabei, auch wenn die eher weniger scharf drauf sind, Leute zu heilen, und sie geben ihnen eher den, des Imperators Frieden. Aber egal, was ganz interessant ist, ist, dass diese Leute Kavallerie haben. Mag jetzt erstmal so im 41. Millennium erstmal komisch klingen, aber ich meine, ich darf euch daran erinnern, dass hier Leute mit Energieschwertern und Kettenschwertern und Äxten aufeinander losgehen. Also Nahkampf ist eine durchaus valide Option. Die haben entweder halt Energiespeere, also Energielanzen, oder manchmal auch einfach nur normale Lanzen. Ich meine, ganz ehrlich, wenn dich jemand umreitet und dir einen scharfen Stock dabei ins Gesicht rammt und du nicht gerade ein Space Marine bist, dann bist du trotzdem tot. Abgesehen davon sind die Pferde halt keine normalen Pferde, sondern die sind genetisch modifizierte Pferde, und zwar so krass modifiziert, dass sie die verstrahlte Welt von Krieg aushalten. Die haben eigene Rüstungen, die haben eigene Gasmasken. Also die Pferde, diese Viecher als Pferde zu bezeichnen, ist schon fast eine Beleidigung. Ja. Diese Reiter gibt es aber nicht nur mit Energielanzen. Nein, die haben manchmal auch einfach Lanzen mit einer Melterbombe vorne dran. Das heißt, du kannst einen Kavallerie-Charge auf eine Panzerkolonne machen und diese Panzerkolonne dabei tatsächlich vernichten. Was eine ziemlich weirde Vorstellung ist, aber wenn man so drüber nachdenkt, ein ziemlich geiles Konzept. Weil, ganz ehrlich, wer erwartet denn bitte, dass jemand eine Panzerkolonne mit Pferden angreift? Also, ja, Krieg. Das Zweite, was ganz interessant ist, sind die Kommissare. Die Kommissare sind die einzigen, die nicht von Krieg kommen, und normalerweise ist so ein Kommissar so ein Dude, der steht irgendwie hinter den Guardsmen und sorgt halt dafür, dass keiner sich verpisst, und wenn das doch einer will, erschießt er diesen Menschen, und er erschießt auch generell random irgendwelche Gardisten, einfach nur um die Motivation oben zu halten. Mit Motivation meine ich natürlich Angst. Die Leute von Krieg, die brauchen das nicht. Also, da fühlt sich manchmal so ein Kommissar ziemlich überflüssig, und teilweise muss der die Offiziere des Death Corps of Krieg zurückhalten und sagen, ey Leute, jetzt macht mal langsam, wenn ihr das reinreitet, dann sterbt ihr alle. Das ist für das größere strategische Ziel ist gerade nicht so hilfreich. Aber ja, ansonsten, also ich weiß nicht. Ich glaube, die fühlen sich wirklich extremst überflüssig. Ansonsten, was noch ganz interessant ist zu Krieg, ich habe schon ein paar Mal angesprochen, dass die meisten Welten nur eine Sorte von Garderegiment erstellen dürfen. Also entweder ein Infanterieregiment, ein Artillerieregiment, ein Panzerregiment, eine mechanisierte Truppe, Regiment, wie auch immer. Krieg darf alles. Und Krieg erstellt also nicht nur Regimente, sondern Armeen. Also das hat mal jemand so formuliert. Krieg stellt keine Regimenter zur Verfügung, sondern Armeen. Und das ist durchaus korrekt. Also die basteln Infanterieregimente. Die sind extrem gut in Belagerungen. Also so Zeug wie Grabenkämpfe und ständig gegen irgendwas anrennen, bis der Feind keine Munition mehr hat. Das ist genau deren Ding. Ja, also, oder auch generell Gegner mit Artillerie zerlegen, auch absolut deren Ding. Bedeutet also, wir haben auf Krieg nicht nur Waffenproduktion, sondern, wie ich vorhin auch gesagt habe, die machen alles. Von Laserpistolen über Energiezellen, über irgendwelche Granaten bis hin zu super schweren Panzern. Also, wer das vielleicht sich auskennt im 40k, es gibt halt die leichten Panzer, es gibt die schweren Panzer und es gibt die super schweren Panzer. Und auch diese Dinger baut Krieg und baut Munition und was weiß ich alles dafür, um die Armeen ausrüsten zu können. So, und wir sind jetzt bei 20 Minuten. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ja, ich habe diesmal keine Notable Regiments aufgezählt, weil, Leute, da gibt es keine Namen, bis auf ein paar Ausnahmen, da gibt es nichts, wo man jetzt sagen könnte, ja, die haben sich besonders hervorgetan. Nein, Alter, das ist, also Krieg, von Krieg kommen keine Helden. Die verrecken einfach elendiglich. Also alle Taten, die vom DevCore begangen werden, die sind nicht auf Einzelpersonen zurückzuführen. Das ist das Ding dieses Regiments. Du hast eine komplette Armee, die fast alle gleich aussehen. Du siehst zwar, ja, das ist vielleicht ein Offizier, das ist vielleicht ein General, aber ansonsten, du siehst die Gesichter nicht, die haben keine Namen, nicht mal ein General. Also manche haben Namen, einfach um das Imperium zu befriedigen, sage ich mal, aber die meisten haben keine Namen, die haben Nummern, die finden das Konzept von Namen lächerlich, ja. Insofern, ich kann euch da jetzt nicht sagen, ja, das so und so vielte Regiment hat das und das gemacht. Also könnte ich machen, aber das ist halt, finde ich halt nicht so geil. Was vielleicht ganz interessant ist, wer sich für ein bisschen längere Sachen interessiert, die Belagerung von Vraks, also V-R-A-K-S, ist ganz interessant. Da wird ziemlich deutlich, wie das DevCore kämpft, und also diese Belagerung ging jahrelang, bis dieses DevCore irgendwann durchgebrochen ist und diese Belagerung beendet hat. Generell die Siege of Vraks, da müssen wir irgendwann mal drüber reden. Das Ding ist einfach, wenn ihr der englischen Sprache mächtig seid, guckt auf YouTube, es gibt genug Videos dazu. Von Luitin, der hat, glaube ich, eins gemacht. Arch Warhammer, gut, ob man Arch Warhammer jetzt gucken möchte, ich meine, Trump-Supporter und ein bisschen weird, um das mal so auszudrücken. Ich habe in der Zeit dann geguckt, mittlerweile, gut, ihr kennt meine politische Meinung, ich möchte darüber hier nicht in diesem Video reden, aber ich denke, Trump-Supporter sagt alles. Insofern ist das eure Entscheidung, ob ihr diesen Menschen unterstützen wollt, aber der hat auf jeden Fall eine ziemlich lange Reihe gemacht über die Siege of Vraks. Er hat es sehr kleinteilig auseinandergenommen, das muss man ihm lassen, das war nicht schlecht. Gut, in diesem Falle bleibt mir nur noch zu sagen, versucht uns, wenn ihr möchtet, wenn ihr könnt, zu unterstützen, sei es hier auf YouTube mit einem Like, vielleicht teilt ihr das Video, ja, ich weiß, das ist das ganze Gequatsche, was ich mir eigentlich nie angewöhnen wollte, aber ihr könnt uns natürlich auch monetär unterstützen hier auf YouTube mit einer Kanalmitgliedschaft, da bekommt ihr vierteljährlich Sonderfolgen. Ihr könnt uns natürlich auch, wenn ihr ein bisschen mehr investieren möchtet, auf Steady unterstützen, das ist quasi das deutsche Patreon, da seid ihr für 4,50 im Monat dabei, da kriegt ihr monatlich Sonderfolgen, ihr kommt auf unseren Discord-Server, ihr könnt an der Entstehung der 2. Legion mitarbeiten und generell mit Julian und mir und einer ganzen Reihe bekloppter Leute quatschen, sozialisieren, rumtheoretisieren oder einfach lurken. Also das mache ich quasi 90% der Zeit. Ihr kennt mich mittlerweile. Ich mag keine Menschen. Ansonsten, wenn ihr auch das nicht machen möchtet, ich kenne euch alle, ihr wollt alle irgendwann mal Nerd-Stuff kaufen, also macht das doch gerne auf unserem oder auf der Seite unseres Partners Taschengeld-Dieb. Ihr findet einen Link in der Beschreibung, klickt da drauf, das ist ein Affiliate-Link. Wenn ihr also dort irgendwas kauft, bezahlt ihr keinen Cent mehr, wenn ihr das über diesen Link macht, aber wir bekommen eine kleine Provision. Insofern, unterstützt uns, wenn ihr wollt. Wenn nicht, seid gerne nächstes Mal wieder dabei. Wenn Julian oder ich oder wir beide irgendein Thema auseinandernehmen, anschneiden oder einen Deep Dive machen, je nachdem, worauf wir gerade Bock haben und worauf ihr Bock habt. Ihr dürft natürlich mitentscheiden. Bis dahin bleibt mir nur zu sagen, wie immer, Hydra Dominatus und bis nächstes Mal.